Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 und nach meinem letzten Besuch im Minental, wo ich praktisch alle Paladine ausgerottet habe. Sie haben es nicht anders verdient, jetzt kann ich Torloff sagen, dass das erledigt ist und schon habe ich einen Steuermann, der mit mir nach Irdorath fahren wird. Zumindest gehe ich davon aus. Natürlich, außer ich habe irgendwas vergessen. Aber ich denke, es reicht, das Tor aufzumachen. Mal schauen, was Torloff dazu sagt. Jawohl. Das Tor zur Burg im Minental ist geöffnet und hat sich verklemmt. Die Orks konnten ungehindert die Burg stürmen. Genau. Die Paladine in der Burg haben schwere Verluste gegen die Orks erlitten. Sind alle tot. Es dauert nicht mehr lange, schätze ich, bis die Paladine aus der Stadt ins Minental vorrücken, um die Jungs aus der Burg zu holen. Mm. Dann steht ja einer Flucht aus diesem verfluchten Landstrich nichts mehr im Wege. Genau. Ja. Kommst du jetzt mit mir? Wirst du mir jetzt helfen, zur Insel zu kommen? Ach ja. Du wolltest ja zu einer Insel. Ja. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du zahlst mir 2500 Goldmünzen und ich führe dein Schiff. Was? Dafür werde ich dich dort auch in Stärke und Geschick unterrichten, wohin du auch immer segelst. Das ist halt ein Söldner, ne? Also es ist halt ein Söldner. Und der will halt Gold. In Ordnung. Wie hast du das Gold? Wunderbar. Jetzt musst du mir nur noch genau sagen, was ich machen soll. Ab zum Hafen, warte dort auf mich. Sei mein Kapitän. In Ordnung. Besorg mir ein Schiff und eine ausreichend starke Mannschaft. Jawohl. Und ich bring dich zu der verdammten Insel. Jawohl. Hast du eine Seekarte? Jawohl. Ohne so ein Ding werden wir nicht weit kommen. Alles am Start. Lass das meine Sorge sein. Wir sehen uns am Hafen. Ich bin ganz. Da bin ich ja mal gespannt. Und schon zieht er los. So, dann würde ich noch gerne Kor Angar mitnehmen. So Taverne, Xardas, Kloster. Es ist vielleicht ein Ticken schneller, sich zum Minentalpass zu teleportieren. Wo ist der denn? Pass in Korin ist auf der 10. Es ist vielleicht ein Ticken schneller. Oh, vielleicht auch nicht. Ich dachte, man kommt bei dem Teleport zum Pass vor dem... direkt vor dem Pass raus und nicht schon im Pass. Autsch. Von daher hat es jetzt wahrscheinlich nicht so viel Unterschied gemacht, welchen Weg ich gehe. Ich glaube aber mal, dass Kor Angar nach wie vor noch auf dem... auf Bengars Hof ist. Ich dachte mal, der war bei Orlands Taverne, aber ich glaube, der ist jetzt bei Bengars Hof. Zumindest war er das vorhin noch. Weil den nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und ja. Dann gucke ich mal, wen ich noch so alles einpacken muss. Mir fehlt noch von den Freunden. Diego. Diego muss ich noch mitnehmen. Alle suchen da. Da ist er. Tut mir leid, dass ich dich nicht habe aussprechen lassen. Verzeih mir. Tut mir leid, dass ich dich nicht habe aussprechen lassen. Normalerweise mache ich das sonst immer, aber ich habe gerade meinen schnellen Hering laufen und wenn der ausläuft, dann, ja, ist das blöd. Hallo Söldner, hallo Söldner. Ich brauche übrigens dich, mein Freund. Hey du. Hey du. Ich werde Korinnes verlassen. Würdest du mitkommen? Mhm. Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Sofort, ab zum Hafen. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Genau. Bin schon unterwegs. Freut mich. So, hallo Wolf und... nein, zum Großbauern wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Zur Hafenstadt wollte ich. So, wen haben wir denn hier? Hallo Watras. Was hast du getan, Elender? Was? Wir vom Orden des Wassers haben dich mehrmals davor gewarnt, den Bösen zu verfolgen. Oh oh. Doch mir ist zu Ohren gekommen, dass du den Pfad des alles erhaltenen Gleichgewichts verlassen hast. Entschuldigung. Du bist mordend und plündernd durch die Lande gezogen und hast dich schwerer Verbrechen schuldig gemacht. Zahlreiche unschuldige Menschen. Zahlreiche? Deine Hand dahin gerafft. Ja, Paladine. Du stehst nun mit den Mächten der Finsternis im Bunde. Mhm. Was hast du dazu zu sagen? Ja, der legendäre Dialog. Du kannst mich mal. Nein, mal gucken, aber ich glaube, ich kann ihn noch mitnehmen. Ich glaube, er gibt mir noch eine Chance. Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Ich will für dich beten und hoffen, dass du wieder zur Besinnung kommst. Mal schauen. Wehe dir, wenn ich noch einmal von einem Mord zu hören bekomme, den du zu verantworten hast. Ja, das war wahrscheinlich das Minental. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Genau. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Jawohl. Du willst mich begleiten? Natürlich. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen. Willkommen an Bord. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu sehen. Ich mag Watras. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Jawohl. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gehen. Oh, das wird er. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht,
lest die Geschichte in den alten Schriften. Ach, was draus. Möge Adanos mit euch sein. Ja, viele Leute mögen die Wassermagier nicht, aber ich finde Vatros ist eine ziemlich coole Socke. Der soll schon mitkommen. Übrigens, danke. Danke für deine Hilfe, das Auge Enos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Mm. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Mm. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Das stimmt zumindestens. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Jawohl. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Ja. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Trage das Auge Innos immer bei dir. Mach ich. Du? Adanos segne dich. Dankeschön. Wenn ihr was Lustiges hören oder sehen wollt auf Irdorath, dann müsst ihr mal das Auge Innos jetzt irgendwo wegschmeißen oder irgendwo liegen lassen oder in irgendeine Truhe packen und nicht mehr mitnehmen und dann mal nach Irdorath fahren. Xardas findet es überhaupt nicht lustig, wenn man das Auge Innos vergisst. Hast du übrigens noch eine Weissagung für mich? Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? 1000. Für bescheidene 1000 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. 1000. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Hoffentlich sind es die 1000 Gold wert. 1000 Erfahrung. Dunkelheit. Ja. Zieht über das Land. Ja. Das Böse wird triumphieren. Wird es nicht. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Das stimmt, ja. Du wirst zurückkehren. Aber du wirst keine Ruhe finden. Werde ich das je? Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Ja. Das war's für immer und überhaupt und sowieso. So, jetzt fehlt mir noch Diego. Hallo Valentino. Es gibt relativ viele Leute, die man nach Irdorath mitnehmen kann. Übrigens, tschüss Kavalorn. Es gibt relativ viele Leute, die man nach Irdorath mitnehmen kann. Aber das ist jetzt alles nicht so mega wichtig. 30 Lernpunkte, ja, das ist jetzt sowieso nicht so viel. Ich glaube, es gibt bestimmt so 13 Leute oder so, die man mitnehmen kann. Oder 10, irgendwie sowas. Aber die werde ich nicht alle mitnehmen. Ich werde Korinnes verlassen. Und du kommst mit. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Kannst du auch. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Ich weiß. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Komm mit. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Das interessiert mich nicht. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Nee, das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur, dass du dabei bist. Es ist mir egal, was du kannst. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Du bist schließlich mein Kumpel. Ja, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Mach das. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. Ja. Kram deine alte Schattenrüstung raus und dann nichts wie weg hier. Diese komische Bürgerkleidung steht dir sowieso nicht. So. Und schon sind wir bereit. Es gibt noch ein, zwei Leute, die ich auf jeden Fall noch mitnehmen muss. Aber ich glaube, die wichtigsten Leute... So, ich bin bereit. Ja. Wir sehen uns am Schiff. Ich glaube, die wichtigsten Leute habe ich jetzt. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es gibt zwar noch ein paar Dinge, die ich hier noch machen könnte. Hier in Korinnes laufen jetzt neue Viecher rum. Und es gibt noch ein, zwei Quests, die ich machen könnte. Aber irgendwo, so kurz vor Irdorath, treibt es mich nicht mehr so in die Wildnis, damit ich, keine Ahnung, zwei, drei Drachensnapper oder so lege. Wie er den Heiligen Hammer sogar trägt, die Sau. Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff der Paladine. Ja. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost. Was soll ich tun? Du hast mich schon verstanden. Gib mir die Ermächtigung oder ich werde dich der Miliz melden. Mhm. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von dir. Ich werde dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, du Stück Dreck. Morgahart hat in deinem Auftrag den Statthalter überfallen. Ich besitze ein Schriftstück, das es beweisen kann. Ja. Das wird dir noch leid tun. Mich erpresst man nicht ungestraft. Ja, jetzt reicht rüber. Hier hast du die Ermächtigung. Danke. Nun geh. Mhm. Ich werde später mit dir abrechnen. Ja, das wird nicht mehr so einfach. Es wird leider nicht mehr so einfach, später mit mir abzurechnen, denn es gibt nur noch ein weiteres Kapitel und in diesem Kapitel bin ich nicht mehr auf Korinnes. So. Hier, ich überlege gerade alles. Ich könnte Salandril noch zum Kloster eskortieren, aber... Ich weiß nicht, geht es nur mir so, aber ich habe so kurz vor Irdorath habe ich immer so einen Tunnelblick. Da sehe ich das Ziel vor meinen Augen und da kümmere ich mich nicht mehr so um die Belange der kleinen Leute. 30.000 Gold, das reicht auf jeden Fall locker.
Ich könnte noch ein paar Geschicklichkeitstränke mixen. Ich weiß nicht, ob ich Kronstöckel noch habe. Habe ich noch Kronstöckel? Mal schnell schauen. Ich glaub's fast nicht. Ja, Trank hergestellt. Ja, ein Kronstöckel hatte ich anscheinend noch. So, vielleicht ist auf Irdorat noch einer. Aber jetzt saufe ich mal den Trank. Ich weiß gar nicht, was die tragen. Ach, die töten mich! Ach, die trennen... Ja, die töten mich, glaube ich. Ich glaube, die kann man nur als Paladin trinken. Oder die sind dafür... Die sollte man, glaube ich, gar nicht trinken. Die sind, glaube ich, dafür da, um ein Paladin-Schwert zu weinen. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe noch gar nicht gespeichert, glaube ich. Ja, aber ich habe doch gar nicht gespeichert. Aber wisst ihr was? Das ist wieder mal nur für mich ein Problem. Das heißt, ich laufe mal genau den exakten Weg, den ich jetzt gerade gelaufen habe, wieder ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder genau hier bei Constantino an derselben Stelle. Ich mache genau dasselbe, bin genau gleich an der gleichen Stelle wieder da. Und wir sehen uns in 3 Sekunden wieder. Und diesmal speichere ich ab. Es ist nicht so, dass ich die Tränen Innos jetzt ein zweites Mal nochmal trinke, aber diesmal speichere ich ab. So, jetzt bin ich genau den exakten Weg nochmal gelatscht. Und jetzt brauche ich mir nur mal den Trank. Spezielle Tränke, Geschicklichkeitstrank und die restlichen Sachen esse ich jetzt. Weil da, jetzt brauche ich keine Drachenwurzeln und anderes Zeugs mehr. So, jetzt saufe ich mal den Trank. Dann habe ich hier noch 4 Goblinbeeren. Ja, kann sein, dass ich vielleicht nochmal einen Grundstöckel gefunden hätte, aber jetzt haue ich das ganze Zeug einfach weg. So, es fühlt sich halt immer noch komisch an, Drachenwurzel und Goblinbeeren zu essen. So, das Zeug ist erledigt. Hier habe ich noch theoretisch ein paar Äpfel, aber die werden es jetzt auch nicht mehr so bringen. Okay, wen brauche ich denn noch ganz dringend? Es ist in der Hafenkneipe, steht noch jemand, den ich noch brauche. Ich habe die Freunde. Ich habe Diego, ich habe Lester. Ich habe Milton, ich habe Gorn. Laris muss ich noch mitnehmen. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele, aber es gibt nur ein paar wenige, bei denen es mir wirklich wichtig ist, dass ich sie dabei habe. Zum Beispiel meinen Kollegen Laris hier. Der kommt, glaube ich, auch mit. Hey, du. Lust? Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Wirst du erfahren. Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Mhm. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Mhm. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Genau. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Komm mit. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit, Quatsch, oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ivo, du bist einfach so. Komm einfach mit. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Genau. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Tat. Ja. So habe ich es gern. Jo. Wir sehen uns. Wen man sonst noch alles so rekrutieren kann und mitnehmen kann, das überlasse ich eurer Fantasie. Findet jetzt raus, redet mal mit den Leuten. Es gibt nur noch einen, den ich auf jeden Fall mit einpacke. Und das ist der Typ da. So, ganz zufällig steht hier so ein Typ in der Kneipe rum. Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Mhm. Und? Ich bin dabei. So ganz zufällig steht er hier rum und will mitmachen. Also was machen wir? Ja, dann immer her damit. Gute Leute kann ich immer brauchen. Genau. Alles klar, wir sehen uns dann am Schiff. So, würdet ihr jemanden trauen, den ihr in Korine seht, der einfach so in der Gegend rumsteht und sagt, hey du, brauchst du Leute für dein Schiff? Ich komm mit. Und schon hast du ein neues Schiffsmitglied. Würdet ihr dem trauen? Das ist doch alles nur geredet. Weiß ja nicht. Weiß nicht. Mit dem hat es noch irgendwas auf sich. Der ein oder andere kennt den wahrscheinlich schon, den Martin. Aber, wie heißt er? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Was hast du? Dann pass mal auf. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen Zeug verkaufen, aber das ist ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich habe genug Kohle und die hohe Drachenjägerrüstung, glaube ich. Die hohe Drachenjägerrüstung kann ich mir hier jetzt nochmal kaufen, oder? Die Frage ist, wer hat denn die verkauft? Die Rüstung. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Genau das habe ich auch gesagt. War Gorn das? Nee. Irgendwo dachte ich mir, ich konnte mir die hohe Rüstung noch kaufen. Ich kann Bei Torlo wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich wäre mir nicht so sicher. Mich fragt ja keiner. Ja, irgendwo konnte man die noch kaufen. Vielleicht war das Bennett. Ich muss nochmal kurz nachgucken. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wer das war. Es könnte sein, dass Bennett das war. Hallo Bennett. Wie geht's? Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Mhm. Und da hast du an mich gedacht? Mhm. Ja, was sagst du?
Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Genau. Besser als Onas Hof. Ja. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Mhm. Ich bin dabei. Ja, wie gesagt, ihr könnt wirklich viele Leute mitnehmen. Lauft einfach mal rum und redet mit den Leuten. Man kann wirklich sehr, sehr viele mitnehmen. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Jawohl, ja. Zur Hafenstadt. Vor allem, ich find's geil, wie sie alles stehen und liegen lassen und einfach mitfahren. Alle sagen, was? Du brauchst mich? Ja, natürlich bin ich dabei. Ich lass hier alles zurück und geh mit dir mit. Ich glaube, eventuell war das Bennett, der mir die höchste Rüstung gibt. Pennen wir mal schnell? Ja, verzeih mir, Konstantino. Ah, Moment mal. Das ist jetzt, glaube ich, ziemlich schlecht, weil der handelt jetzt wahrscheinlich wieder nicht mit mir. Wenn ich jetzt runtergehe zum Hafen. Ach, egal. Ich gehe jetzt runter und dann kümmere ich mich mal um, ihr wisst schon. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Dinge, die man machen kann, aber ich habe am Schluss immer so dieses Gefühl, wenn ich schon so stark bin und so kurz vorm Ende bin, dann habe ich nicht mehr so den Drang, zum Beispiel den Sextanten. Ich habe den Sextanten im Inventar, ich müsste nur zur Diebesgilde gehen und müsste den abgeben. Oder ich gehe in die Diebesgilde, hole mir den Schlüssel für die Tür und knack Fingerstruhe. Also alleine in der Diebesgilde gibt es schon noch was zu tun. Aber da ist, glaube ich, ein oder zwei Geschicklichkeitstränke drin und ein bisschen Zeug. Das ist jetzt auch nicht mehr so tragisch. Ich sag ja, das ist so dieser Moment so kurz vorm Ende, da habe ich es nicht mehr so mit dem normalen Zeug. So, hallo Bennett. Kannst du was mit Dracheneiern anfangen? Kannst du mit Dracheneiern etwas anfangen? Dracheneier? Wie zum Kuckuck bist du denn da dran gekommen? Ja, durch Drachen halt. Ich habe sie einigen Echsenmenschen abgenommen. Mhm. Lass mal sehen. Mhm. Sehr robustes Material. Ideal zur Verarbeitung von Rüstungen. Ich weiß. Das heißt, wenn man die Dinge aufkriegt. Was ist nun? Willst du es haben? Klar, her damit. Ich zahle dir dafür, sagen wir, 300 Goldmünzen. Für jedes Ei, das du mir bringst. Brauche ich kein Gold mehr. Und nicht jämmerliche Hühnereier. Ja, kann sein, dass man da mehr Gold rausschlagen kann, aber das ist mir wurscht, ich brauche kein Gold. Alles klar. Dann mal immer her mit den Dingern, wenn du welche hast. Du hast es Echsenmenschen abgenommen, sagst du? Jawohl. Genau. Echsenmenschen hausen vornehmlich in Höhlen, soviel ich weiß. Ich weiß. Würde mich nicht wundern, wenn du in den Höhlen der Umgebung hier noch mehr von den Dingern findest. Ja, würde man auch. Hier, ich gebe dir noch eine Karte mit, damit du die Höhlen besser finden kannst. Noch eine weitere Quest, theoretisch. Magische Erzwaffen, ich habe auch noch ein paar Drachenschuppen. Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Jawohl. Hier ist dein Gold. Danke. So, das dürfte jetzt auch 10.000. Wenn du willst, kann ich dir eine neue, verbesserte Rüstung verkaufen. Der hat mir einfach 10.000 Gold in die Hand gedrückt. Der gibt mir die mittlere Rüstung, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, wie man die Rüstung noch verbessern kann. Dann erzähl mal. Du kannst die Drachenschuppen mit magischem Erz überziehen. Da bin ich selber auch schon drauf gekommen. Und du hast recht. Mhm. Meine neueste Rüstung übertrifft alles bisher dagewesen. Ach ja? Sie ist leicht und stabil. Okay. Sie ist perfekt. Perfekt. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Das Angebot mache ich nicht jedem. Ja. Und der Preis deckt auch nur die Hersteller. Ich glaube 21.000. Nee, sogar nur 20.000. Pa, das ist ja ein Schnäppchen. Gib mir die Rüstung. Das ist die beste Rüstung, die ich je gemacht habe. Ich weiß. Ein wahres Meisterstück. 20.000, das ist ja ziemlich billig, also ganz ehrlich. Pff. Lächerlich. Schwere Drachenjägerrüstung. So viel verändert sich gar nicht, aber sie sieht schon cooler. Also das ist, finde ich, eine der coolsten Rüstungen, die es im Spiel gibt. Wer erzählt denn sowas? Jetzt habe ich sogar eine noch bessere Rüstung als der Gorn. Die sieht halt wirklich geil aus. Finde ich. Okay, ich glaube, wir sind soweit. Ich habe alles dabei, was dabei sein will. Ich würde sagen, ich muss mich noch um die Wachen, glaube ich, kümmern. Es kann sein, dass ich hochgehen muss zu den Schiffswachen und denen den Brief zeigen muss. Oder ich gebe dem Brief vom Richter Torloff. Ich gehe erstmal schnell hoch zu den Wachen, weil ich wüsste nicht, was Torloff mit dem Brief anfangen soll. Das heißt, ich gehe mal schnell hoch zu den Wachen und rede mal mit denen. Und die sind gar nicht da. Dann sind sie vielleicht schon weg. Können wir aufbrechen? Lass uns zur Insel aufbrechen. Ah, wir können schon aufbrechen. Alles klar. Her mit der Karte und dann geht's los. Alle an Bord. Jawohl. Denk daran, dass du auch wirklich alles dabei hast, was du brauchen könntest. Das Auge Innos. Keinen Weg zurück. Ja. Wenn du dir sicher bist, hau dich erstmal in der Kapitänskajüte aufs Ohr. Jawohl, ja. Die Reise wird einige Zeit dauern. Ich weiß. Vor allem, findet ihr es nicht interessant, woher Torloff den Kajütenschlüssel hat?
ich habe bis heute nicht verstanden, woher Torloff diesen Kajutenschlüssel hat. So, wie gesagt, es gibt noch einige Dinge zu tun. Wer im 6. bzw. 5. Kapitel sich in Corinnes noch umgucken will, der hat hier wirklich jede Menge zu tun. Also es gibt sehr, sehr viel, was man theoretisch hier noch machen kann. In Corinnes. Ich mach mal hier unten... Ja, keine Ahnung, hier auf einem Notfallspeicher stand. Es gibt auf jeden Fall in Corinnes noch einiges zu entdecken und einiges zu tun. Aber wie gesagt, ich habe diesen Drang nach... Es ist so dieser Tunnelblick, wenn man so kurz vorm letzten Ziel ist. Abgesehen davon ist es nicht das letzte Mal, dass ich Gothic 2 spiele. Diese Tür zur Kajüte werde ich mein Leben noch 30 Mal aufmachen. So, dann fahren wir mal. Nach Irdorad. Din, din. Los geht's. Irdorad. Schon wieder. Zum 200. Mal in meinem Leben. Und eurem. Und das unserer Vorfahren. Und unserer Nachfahren. Ey, mein Kind muss pro Tag mindestens 2 Stunden Gothic spielen. Sonst kriegt's kein Smartphone oder so. Unglaublich. Ich werde mein Kind nicht mit der modernen Technik aufziehen. Mein Kind spielt Gothic 2. Also, hallo? Und wenn es geboren wird, sage ich, willkommen in der Kolonie, Baby. Und dann direkt mal, nachdem es geboren worden ist, eins auf die Nase. Den, den, Dittel, den. Okay, mit 30 Lernpunkten rumzulaufen macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Oh, Laris hat hier eine hübsche Rüstung an. Bring mir deine Fähigkeiten bei. Kein Problem. Weil mit 30 Lernpunkten rumzulaufen macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Ich könnte Einhänder noch ein bisschen. Bleib in deiner Hüfte flexibel. Ja. Dann kannst du dich bei einem Gegenangriff besser wegdrehen. Danke, ich probiere mein Bestes. Ich könnte es auch noch in Stärke. Ich glaube, ich setze den Rest vielleicht in Stärke. Wer könnte denn Stärke machen? Wahrscheinlich, eigentlich Laris hätte ich gedacht. Wahrscheinlich Torloff. Schätze ich mal. Wahrscheinlich Torloff. Ich habe eh nur noch 20 Lernpunkte. Das reicht für einen 5er in Stärke oder so. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass ich irgendwann nochmal mehr Schaden machen werde als diesen Normalschaden. Weil ich mache ja ohne Crit, mache ich ja nur diesen Normalschaden. Und viel mehr wird sich da auch, glaube ich, nicht mehr tun. Fertigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. 10 Lernpunkte kostet es sogar nur. Ah, dann hau ich nochmal einen 5er rein. So. Tut mir leid, aber... Gib mir alle ein Gold. So. Man könnte jetzt mit allen Leuten hier auf dem Schiff reden. Aber da tut sich jetzt momentan nicht viel. Hallo, Koranga. Nichtsdestotrotz, ihr seid alle meine Kumpels. Was habt ihr so? Wie geht's dir? Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Ich weiß. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Ja, Kopfschmerzen sind eine ziemlich eklige Sache. Ja, ich komme sowieso nochmal aufs Schiff zurück, um Koranga dann abzuholen. Und dann rede ich mal mit den ganzen Leuten. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Schließlich muss ich mir erstmal anschauen, womit wir es hier auf der Insel so zu tun haben, bevor ich mit meinen Kameraden da auf dem Schiff rede. Würde ich sagen. Müssen wir erstmal gucken, was wir hier so haben. Auf jeden Fall jede Menge Orks. Das ist schon mal klar. Und Drachen. Und Trolle. So. Ich denke mal, wenn ich durchziehe mit dem Bogen. Ja, die kommen schon. Okay, einer von den Orks ist, glaube ich, runtergefallen, oder? Einer ist, glaube ich, hier irgendwo runtergefallen. Ja, der ist da unten im Wasser drin. Lebt der eigentlich noch? Ich weiß nicht, der sieht irgendwie ziemlich tot aus. Ja, ein bisschen mehr Geschicklichkeit noch und ich könnte Waage auch one-hitten. Ah, das passt schon. Oder wenn ich mir einfach bessere Dinge anziehe. Wer ist denn das? Seit wann sind denn das untote Ork-Schamanen? Ja, das ist relativ weit weg. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Oh, doch. Ich hab sogar getroffen. Ich musste nur gerade aufpassen, weil der Ork-Schaman ist ja hier direkt um die Ecke. Hat dich das gar nicht gestört, dass der Ork-Schamane dich hier... Oh, hallo Ork-Schamane.
Kommt sie einfach durch. Ey, der steht einen Meter vor mir. Der steht einen Meter vor mir und ich schieße noch vorbei. So. Ich sollte die Tränen Innos vielleicht lieber wegschmeißen. Nicht, dass ich im Endkampf den aus Versehen trinke, den Trank. Das wäre ein bisschen blöd. So. Man denkt jetzt vielleicht, okay, boah, als Fernkämpfer sieht das ja voll einfach aus. Aber auch als Nahkämpfer wäre man zu dem Zeitpunkt schon relativ stark. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass einer von denen stirbt. Moment mal, trifft der mich, der Orkschütze? Der hätte eigentlich die ganze Zeit auf seinen Kumpel schießen müssen. So. Noch jemand? Nee. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Orte, an denen ich meine Spruchrollen noch brauche. Mir fällt da schon einer ein. Martin zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum ich den echt jedes Mal immer mitnehmen muss. Ja, jetzt muss ich auch schon mal abhauen. Ja. Ja, ich muss hier mal weg. So. Ja, kommt nur um die Ecke rum. Also wenn du nicht um die Ecke rumkommst, dann töte ich dich. Und das meine ich jetzt ernst. Ah, er kommt um die Ecke rum. Zack, zack, zack. Oh, der haut mir in den Rücken. Das tut weh. So. Hooker-Chucker. Treffe ich den? Nee. Oh, jetzt treffe ich ihn. Trifft er mich? Ich finde das cool. Das ist ja das Model von den untoten Orks. Also von diesen hohen Orkpriestern da aus dem Schläfertempel aus Gothic 1. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo war der letzte Notfall? Das war kurz vor Irdorath. Falls ich nochmal zurück muss auf Corinus. Also den anderen Notfallspeicherstand hebe ich mir mal auf. Jetzt ist die Frage, wie ich da um die Ecke rumgehe. Da stehen zwei Eliten und ein Schamane. Das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte versuchen, auf Distanz zu gehen und die mit dem Bogen abzuknallen. So zum Beispiel. Das Problem ist halt, dass der Schamane jetzt sofort anfangen wird, auf mich durchzuziehen wahrscheinlich. Treffe ich den hier um die Ecke? Ich glaube schon. Schieß mal auf den Schamanen! Ja, ich habe leider die ganze Zeit aus Versehen den anderen anvisiert. Das war jetzt ein bisschen blöd. Komm, Belia! Dabei fällt mir eigentlich ein, dass ich eventuell noch eine andere Waffe brauche. Weil ich im Endkampf den untoten Drachen nicht verletzen kann. Mit der Klaue. Zumindest wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also eventuell brauche ich da noch eine andere Waffe. Ah, ich habe ein paar Händler hier. Sehr schön, ich hab ein paar Händler hier, wo ich theoretisch neue Waffen rankriegen würde. Okay, Höhlentroll, um den kümmere ich mich später. Mal schauen, wie viel Schaden der Bogen an einem Höhlentroll macht. Oh ja, das sind ein paar viele, das ist ein bisschen blöd. Ja, Irdorath ist schon, also hier ist schon alle 2 Meter. Ja, das ist viel zu nah. Komm, du musst jetzt auch mal sterben, danke. Hooker-Chucker. Ich hätte mir vielleicht doch den Meisterdegen aufheben sollen. Weil jetzt habe ich halt keine Geschicklichkeitswaffe mehr. Was ein bisschen blöd ist, jetzt habe ich keine Geschicklichkeitswaffe mehr. Ich weiß nicht, wie es beim untoten Drachen aussieht. Da werde ich irgendwelche Kriegsbolzen ausrüsten und mit Dämonen und sonst was um mich werfen. Und dann wird es schon theoretisch klappen, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich brauche meine Nahkampfwaffe nicht. So, jetzt ist die Frage, kriegt ein Höhlentroll Schaden von Pfeilen? Der ist entweder immun und er hat so viel Schutz vor Pfeilen, dass es keinen Sinn macht, den mit Pfeilen zu beschießen. Ich guck mal an, was passiert. Ich ziehe jetzt einfach mal mit dem Bogen durch und hoffe mal aufs Beste. Ansonsten mache ich ihn halt mit einer Nahkampfwaffe. So, mal schauen, was sich tut. Ja, das funktioniert sogar.
Ja, und wenn du da drüben stecken bleibst, dann wirst du übrigens an den Fallen sterben. Schon relativ bald. Das ist mir lieber, anstatt im Nahkampf um den rum zu tanzen und den abzuknallen. So, hier ist übrigens Pedro irgendwo. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, da ist was dran. Hier muss ich irgendwo noch einen Ork plündern. Es gibt ja relativ viele Ork-Leichen und einer von denen hat den Schlüssel dabei. Ich plündere die Orks irgendwann nicht mehr, weil es halt sowieso keinen Sinn macht. Was soll ich jetzt mit dem ganzen Zeug noch? Es kann aber auch sein, dass der Ork-Schamane, den ich gerade suche, noch oben links in dem Raum drin ist. Hier oben. Da ist nämlich noch der Verhörmeister drin. Ich glaube, der hieß so. Orkischer Verhörmeister oder so. Und der hat, glaube ich, den Schlüssel. Weil die zwei Ork-Eliten, die da gerade auf mich zugestimmt sind, da von links oben, das war, glaube ich, noch nicht alles. Hier sind, glaube ich, noch mehr. Glaube ich. Schauen wir mal. Einfach mal hier durchziehen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren. Der hat, glaube ich, den Schlüssel. Komm, verreck! Ja, jetzt komme ich mit 20 Orks gleichzeitig klar, alles gut. Die Klaue Belias ist es halt einfach, ne? Die Klaue Belias ist es halt einfach. Ah, da lag noch eine Drachenwurzel. Ich will keine Waffen aufnehmen. Ja, genau, da ist der Schlüssel des orkischen Oberst. Genau den brauche ich. So, dann würde ich sagen, befreie ich mal Pedro in der nächsten Folge. Und mache an der Stelle nochmal Schluss. Die nächste Folge wird mit ziemlich großer Sicherheit dann die letzte. Und dann kümmern wir uns mal darum, den Gefangenen freizulassen. Und dann werden wir uns in die Mitte von Ildorad durcharbeiten und werden uns mal mit sehr, sehr großen Schritten Richtung Endboss begeben. Würde ich mal sagen. Es gibt noch ein, zwei Überraschungen auf dem Weg, aber nichts, mit dem wir nicht klarkommen würden. Glaube ich. Werden wir sehen. An der Stelle machen wir Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge zur wahrscheinlich letzten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.